Hallo ihr Lieben, ich möchte euch heute mal wieder ein paar Sachen zeigen, die bei mir eingezogen sind. Ist aus unterschiedlichen Shops eine Kleinigkeit aus dem Action. Dann habe ich bei Amazon was eingekauft und ein paar Stempelsets, die ich in unterschiedlichen Shops bestellt habe. Ich habe zu Weihnachten Gutschein bekommen und halt auch ein bisschen Geld und habe das jetzt in neue Sachen investiert, wie man das halt so kennt von uns. Genau. Und ich würde sagen, wir fangen mit dem Action an, weil das ist tatsächlich nicht viel. Das sind diese zwei Stanzschablonen hier. Einmal haben wir hier ja so Filmstreifen in unterschiedlichen Größen. Die habe ich schon öfter gesehen und nicht mitgenommen, weil ich mir dachte, ach, brauche ich nicht zwingend. Aber irgendwie fand ich es jetzt doch ganz cool und habe es halt jetzt doch mitgenommen. Denkt, das kennt ihr auch. Man denkt immer erst, ach, muss nicht sein und dann, ja komm. Und beim Action, man kann ja auch wirklich nichts sagen. Die sind ja jetzt wirklich verhältnismäßig günstig. Ja, also ich glaube, die waren unter 3 Euro, diese Sets hier. Genau, also einmal diese Filmstreifen. Und einmal hier, ja, dieses Ziffernblatt, also eine Uhr quasi, wobei als Uhr fehlen ja eigentlich noch die Zeiger, aber eben das Ziffernblatt. Finde ich auch ganz cool, auch dass das mit diesen römischen Zahlen gemacht ist, das hat so ein bisschen, ja, Oldschool-Charakter, würde ich sagen, und halt auch zwei unterschiedliche Größen. Die kleine dürfte sogar auf eine ATC passen, ich muss mal gucken. Ja, passt da auch noch drauf, genau. 6 cm ist okay. Genau, das sind die zwei Sachen vom Action. So, dann habe ich mir Stickles Glittergele geholt. Und zwar gibt es da 3 neue. Es gibt schon, ich glaube, 6 verschiedene, wovon ich auch 4 habe. Also mit Gold, mit Silber, Schwarz, Weiß. Und jetzt hatte ich eben gesehen, dass es da diese neuen gibt, in Farbe, blau, grün und rot. Ich habe grün und, ne, grün, genau, also grün und rot habe ich schon benutzt. Das ist halt, ja, da ist diese Grundfarbe rot und dann, ich weiß nicht, das sieht man wahrscheinlich jetzt nicht so gut, vielleicht wenn wir es mal aufmachen, das kann man es vielleicht besser sehen. Es ist in dieser roten Glitzerpaste sind halt noch so bunte Glitzerpartikel drin. Und ja, ich finde die zum Verarbeiten teilweise etwas schwierig. Vielleicht stelle ich mich aber auch nur blöd an. Aber durch diese Glitzerpartikel ist es manchmal schwierig, die zum Beispiel jetzt auf einer Stencil zu verteilen. Genau, dann das Grüne, da sind auch diese Glitzerpartikel drin. Allerdings, glaube ich, nicht in ganz bunt, sondern in blau und gold. Ja, es ist halt einfach immer so ein kleiner Hingucker, finde ich, wenn da dann nochmal andere Farben sind, mit drinnen sind. So, und genau das Blaue, da sind auch wieder bunte Glitzerpartikel mit drin. Das, wie gesagt, das ist noch eingeschweißt, das lasse ich jetzt auch noch zu, solange ich es nicht brauche. Genau. Die Konsistenz ist eher gelartig. Also es ist nicht so cremig, es ist mehr so gelig. Aber ja, ich finde halt einfach die Farben cool. Und ja, genau. Das sind diese 3. Stempelsets habe ich mir geholt. Zum einen dieses hier von CC Design. Ich halte es immer mal so ein bisschen schräg. Ich hoffe, dann blendet es nicht so. Diese Kätzchen, die sind jetzt nicht neu. Die gibt es schon länger. Hatte ich jetzt ewig auf der Wunschliste. Da gibt es ja, glaube ich, auch für den Sommer eine extra Edition. Aber ich habe jetzt erstmal nur die hier mitgenommen. Die sind halt einfach zuckersüß. Katzen gehen immer. Das ist schon sehr geburtstagslastig. Ja, klar. Wobei, kann man auch für jede andere Party nehmen. Oder hier, die finde ich, ging ja auch gut für Weihnachten. Die sitzt ja nur in einem Karton.
was Katzen halt gerne tun. Genau, das heißt Happy Cat Day. Und wie gesagt, das hatte ich jetzt lange auf der Wunschliste und jetzt durfte es auch mit. Dann habe ich mir dieses Set hier geholt von Wow. Um ehrlich zu sein, ich habe es mir eigentlich hauptsächlich wegen diesem Paper Hugs geholt, weil ich halt fand, so Paper Hugs ist immer cool für eine Karte oder so. Das hier, ja, weiß ich jetzt noch nicht. Also letztendlich war es das Paper Hugs, was mich dazu bewegt hat, mir das zu holen. Und die Stempelsets von Wow, die sind auch nicht so teuer. Ich glaube, das hat jetzt 7 Euro gekostet. Das ist, finde ich, okay für A6 Größe. Das nennt sich Paper Hugs. Genau. Ja. Die beiden sind, die habe ich mir geholt beim Manny's Bastelshop. Jetzt musste ich gleich überlegen, aber die sind vom Manny's Bastelshop, genau. Das habe ich eigentlich zufällig entdeckt. Und dann habe ich mir gedacht, komm, das nehme ich jetzt auch mal noch mit. So. Und dann habe ich noch zwei Sets von Craft Emotions. Die habe ich über Facebook gekauft. Die sind aber neu. Also sie hatte die, glaube ich, auch als neu drinnen stehen. Ich weiß jetzt nicht. Wahrscheinlich hat sie sich mal gekauft und nie benutzt. Ja, die fand ich, also ich fand das hier einfach cool. Das nennt sich Barbecue Party. Eigentlich hauptsächlich wegen diesem Burger. Also das finde ich irgendwie witzig. Und der hat auch eine ganz ordentliche Größe. Ja, also da hat mich dieser Burger einfach angesprochen. Und deswegen dachte ich mir, okay, nehme ich das mal mit. Und das hier ist jetzt schon eher für den Sommer. Aber ich fand diese Eistüte mit den Augen, die guckt so irre. Und diese Ananas fand ich einfach witzig. Und ich dachte, damit lässt sich bestimmt auch was Hübsches machen im Sommer. Ja, genau, das waren diese zwei Sets. Und ich glaube, da kam eins auf, ich glaube, sie wollte 5 Euro noch dafür. Ich glaube, sie kosten normal 5,95 oder so. Also voll okay. Ja, wie gesagt, also die sind wirklich unbenutzt. Ah ja, das hier nennt sich Summer Fun. Genau, für den Sommer eben. Ja. So. Und dann haben wir eigentlich nur noch Amazon. Bei Amazon habe ich mir zum einen dieses dicke Paket weißen Karton mitgenommen. A4 White Smooth, 300 Gramm, also der ist schon ganz schön ordentlich und da sind 100 Blatt drinnen. Ja, ganz normaler weißer Tonkarton. Farbkarton ja nicht, weil er ist weiß. Oder weißer Farbkarton. Aber weiß ist ja eigentlich keine Farbe, oder? Naja, ihr seht ja, was es ist. Ist von Craft UK Limited. Ich kenne die Firma jetzt nicht, aber das hatte ganz gute Bewertungen. Und ich habe auch schon ein, zwei Blätter genutzt und das ist in Ordnung. Also es erfüllt voll und ganz seinen Zweck. Und da bin ich dann jetzt erstmal wieder mit ausgestattet, würde ich behaupten. Genau. So. Dann habe ich mir Designpapier geholt in 30x30. Zwei große Packungen. Und zwar vom Motiv her das gleiche, aber zwei unterschiedliche Farbgebungen. Einmal in Schwarz und einmal in Grau. Ihr seht ja hier, was drinnen ist. Nee, es ist sogar nicht ganz das gleiche. Ah ja, hier, genau. Es ist doch ein bisschen anders. Hier haben wir beim Schwarzen auf jeden Fall einmal das Gepunktete in dieser Art und dann eben, ja, so sehen die Papiere aus. Ich finde das hier tatsächlich auch ganz witzig. Moment. Sieht halt aus wie aus so einem College-Block.
Das Papier ist auch strukturiert. Ich weiß nicht, ob man das jetzt in der Kamera hier erkennt, dass es strukturiert ist. Das ist jetzt nicht wahnsinnig dick. Mal, was würde ich schätzen? 150, 170 vielleicht. Also ich glaube, mehr Grammatur hat es nicht. Ich muss mal gucken, ob da sogar was draufsteht. Aber ich glaube nicht. Ich hatte schon mal geguckt und habe nichts gefunden zur Grammatur. Ja, auf jeden Fall ist das ein riesiger Pack. Und ja, da habe ich halt gedacht, so für schwarz-weiße Karten ist das super. Beziehungsweise einfach, wenn man halt was Neutrales im Hintergrund braucht, finde ich, geht schwarz halt auch immer. Beziehungsweise, und das ist dann eben der zweite, hier dieses Grau fand ich auch cool einfach, weil vielleicht will man im Hintergrund einfach nicht so viel Farbe oder auch für irgendwelche anderen Gelegenheiten. Und da sind eben diese sechs Motive drin. Finde ich auch super. Von der Struktur her ist es genauso wie das andere. Und ja, ich habe, es gibt, also bei Amazon habe ich es auch noch gesehen in Pink und ich glaube in so einem Türkisblau. Aber mir war das Pink ein bisschen zu krass, sonst hätte ich das auch noch mitgenommen. So ein hübsches Rosa hätte ich toll gefunden, aber es war schon wirklich grelles Pink und das war mir dann einfach zu pink. Deswegen war es jetzt nur Grau und Schwarz. So. Dann habe ich mir bei Amazon das hier mitgenommen. Und zwar sind es so, wir können es mal aufmachen, wenn ich es aufkriege. Ach ja, muss man gar nicht reißen. Sind es so Magnetlesezeichen. Hier eben magnetisch. Ganz, ganz schlicht und einfach. Die Verarbeitung ist jetzt auch nicht der Knaller. Hier sehr ein bisschen franzig und so, aber sie erfüllen ihren Zweck, sie sind magnetisch und könnte man jetzt halt so zwischen die Buchseiten klemmen, aber ich habe mir gedacht, ich möchte damit, das zeige ich euch nochmal schnell, bei Creator Smile gibt es dieses Lesezeichen hier, das eben wie so ein doppelter Tag gearbeitet ist und ich habe mir quasi vorgestellt, dass man da dann diesen Magnet so dazwischen kleben könnte. Dann wird nämlich aus diesem Tag-Lesezeichen quasi auch so ein magnetisches Lesezeichen. Die Größe ist okay, würde ich meinen. Ich habe jetzt auch keine größeren gesehen. Wenn, dann waren die halt immer mit irgendwelchen Motiven oder irgendwelchen Klimbim, aber das brauche ich ja nicht, weil ich will es ja dann eh da reinkleben. Ich habe es aber noch nicht probiert, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Aber im Zweifel, mein Gott, also ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, die haben 5 Euro gekostet. Ja, made in China. Hätte ich sie direkt in China bestellt, hätte es mich wahrscheinlich weniger gekostet, aber dann muss ich halt immer 2-3 Monate drauf warten. Und deswegen habe ich sie jetzt bei Amazon bestellt. Genau. Theoretisch auch in unterschiedlichen Farben, aber also wie gesagt, die Verarbeitung ist halt jetzt wirklich nicht der Knaller. Das geht gerade, kriege ich gar nicht auf, geht schon gut los jetzt. Das ist wirklich sehr billig verarbeitet, aber mein gut. Es hält, ich habe es auch schon an ein Buch gehalten, man hat da ja im Prinzip nur eine Seite dazwischen, das funktioniert. Genau. Ja, und dann habe ich mir bei Amazon, ja, dass es noch klappt hier, diese Stifte gekauft. Das sind Buntstifte, Castle Art. Und ja, es ist so, dass ich jetzt schon länger überlegt habe, dass ich gern mal versuchen würde, mit Buntstiften zu kolorieren. Ich nehme normalerweise Marker, einfach weil ich so das Gefühl habe, dass wenn man jetzt damit noch nie, wenn man jetzt mit dem Kolorieren noch nicht so viel Erfahrung hat, dass es mit Markern am besten funktioniert, die besten oder ich sag mal am schnellsten Ergebnisse zu erzielen. Ich habe auch Aquarell mal gemacht eine Zeit lang, weil ich es mir einfacher vorgestellt habe, als es letztendlich war. Habe das dann aber wieder sein lassen und nehme jetzt eigentlich so gut wie nur noch Marker. Und
sehe aber halt immer wieder die Koloration mit Buntstiften und finde es super schön und finde es halt auch toll, dass man da halt auch auf Kraftpapier zum Beispiel oder sogar auf grauen oder schwarzem Papier was machen kann. Und wenn man sich damit ein bisschen auseinandersetzt, beziehungsweise so die Bastelkollegen unter denen ich da so geguckt habe, die nutzen überwiegend Polychromos. Und ich glaube, ja, und dann gibt es noch diese Prismacolor. Die sind sicherlich super, aber sie kosten halt auch ordentlich Geld. Und ich bin halt immer so fürs Ausprobieren und zu schauen, ob mir das überhaupt taugt, ob mir das Spaß macht, ist mir das zu viel Geld. Ja, ich vergleiche es immer so ein bisschen mit dem ersten Auto. Da holt man sich im Regelfall ja auch nicht unbedingt direkt einen Porsche, sondern man fängt erstmal klein an und schaut, wie es läuft. Ja. Und genau so habe ich es jetzt halt auch mit den Stiften gesehen. Ich habe dann überlegt, gut, natürlich gäbe es noch günstigere irgendwo beim Müller oder keine Ahnung, also so Schulbedarfsstifte, aber gut, da bin ich vorher schon von ausgegangen, dass man da sicherlich wirklich nicht so schöne Ergebnisse erzielen kann. Und habe dann ewig überlegt, ob ich mir doch die Polychromos hole. Dann habe ich gedacht, ich kann ja erstmal ein kleines Set kaufen, aber ich habe mehrere Videos dazu geguckt und ja, man kann auch mit den kleinen Sets wohl schon echt tolle Ergebnisse erzielen, aber das machen halt dann auch Leute, die das halt auch schon können. Und ich glaube wirklich, wenn man so völlig unbedarft ist, was Buntstifte angeht, das hat ja auch viel mit Druck und der Art und Weise, wie man die Farbe aufs Papier bringt, zu tun, ist es wahrscheinlich schon schwer, mit einem Stift unterschiedliche Farben hinzubekommen. Also habe ich mir dann gedacht, nee, ein kleines Set ist auch blöd. Ja, aber das große Set für 150, also wo ich geguckt habe, waren es glaube ich knapp 149 € bei Amazon. Das ist halt schon eine Hausnummer. Dann hatte ich überlegt, es mir zu Weihnachten zu wünschen, statt den anderen Sachen. Aber wenn mir das jetzt einfach nicht gefällt, kann ja auch einfach sein, dass das nicht mein Medium ist. Und ich kriege das dann zu Weihnachten geschenkt, dann will ich es halt hinterher auch nicht zum Beispiel bei eBay Kleinanzeigen oder wo auch immer verkaufen, weil das finde ich auch irgendwie blöd, wenn es mir jemand zu Weihnachten schenkt und dann behalte ich es nicht. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Wenn man bei Amazon nach dem Polychromos schaut, dann werden einem diese hier vorgeschlagen, also mir zumindest. Das sind jetzt 72 Stifte und wir können das jetzt gerne mal hier aufmachen. Also hier im Deckel sind die ganzen Farben drin und dann sind hier auch so Heftchen mit dabei. Hier ist eben so ein How-to, so ein Wie koloriere ich quasi. Ist halt Werbung für die anderen Produkte von Castle Arts. Genau, und hier ist auch nochmal Werbung und so eine Color Chart, wobei ich hier schon rausgefunden habe, hier sind alle möglichen, da sind auch die Watercolor Pencils mit drauf. Man muss quasi darauf achten, welches Zeichen hier abgebildet ist. Also die ich jetzt hier habe, das sind die, wo es einen Kreis gibt. Und das sind auch nicht alle. Ja. Genau. Ja, und sind die Stifte. Das ist jetzt eben das 72er Set. Ich habe gestern noch mal geguckt, die kosten aktuell bei Amazon, ich glaube 33,99 im Angebot. Aber ich empfehle euch, wenn euch die Stifte interessieren, schaut auch mal direkt bei Castle Arts auf der Homepage, denn da habe ich sie gekauft und da sind sie immer noch im Angebot für 19,99. Und für 19,99 dachte ich dann, okay, das ist wie das erste Auto. Die kann ich jetzt mal mitnehmen und es einfach ausprobieren. Und wenn es nicht so meins ist, dann ist es jetzt auch nicht so tragisch wegen 20 €. Es gibt auch ein 120er Set. Das war auch als ich bei Castle Arts geguckt habe, war das nicht im Angebot. Jetzt ist es aktuell im Angebot für 29,99. Also für 10 € mehr würde man alle Stifte kriegen. Ich habe mir jetzt aber gedacht, okay, zum Probieren reichen jetzt erstmal die 72, würde ich meinen.
Genau, dann gibt es es auch noch unterschiedlich in der Metallbox oder in so einer Tasche gleich, dann ist es ein bisschen teurer. Also da müsst ihr einfach mal gucken bei Amazon oder einfach direkt auf der Seite. Und ich habe mir dazu auch ein paar Videos auf YouTube eben angeguckt hier und habe eigentlich schon überwiegend positive Reaktionen gesehen. Also wirklich, die meisten haben echt gesagt, für das Geld sind die Stifte in Ordnung und viele haben auch gesagt, so als Anfänger kann man damit nichts verkehrt machen. Und deswegen habe ich mir die jetzt mal geholt. Und ich finde es hier schon mal ganz cool. Da sind diese Haltegriffe dran und dann kann man das eben auseinanderbauen. Ich habe jetzt schon ein paar benutzt, deswegen. Ja. Und das ist dann eben die dritte Lage. Ja. Das Einzige, was mir jetzt als Neuling auffällt, wie gesagt, ich habe jetzt keinen direkten Vergleich mit Polychromos oder Prismacolor oder was es da noch alles gibt. Dieser weiße Stift, wenn ich mir da, ich habe mir schon einige Videos mit den Polychromos einfach mal angeguckt. Dieser weiße Stift bei den Polychromos, finde ich, macht irgendwie bessere Ergebnisse als dieser hier. Also ich merke bei diesem hier eigentlich kaum was. Und was mir am Schwarz aufgefallen ist, ist, dass ich es nicht richtig schwarz finde. Also man muss wirklich sehr krass aufdrücken und richtig dick zeichnen, damit es dann wirklich schwarz aussieht. Wenn ich damit leicht aufdrücke, sieht es für mich eher aus wie dunkelbraun. Aber ja, das ist im Moment das Einzige, was ich jetzt negativ sagen kann. Ich kann nichts über Druck und so berichten. Ich persönlich, wenn ich mir die Videos von anderen angucke und die sagen dann immer sowas wie weicher Abrieb oder harter Abrieb, ich verstehe den Unterschied noch nicht so ganz. Für mich fühlen sich die meisten Stifte erstmal gleich an, wenn ich male. Aber ich bin auch, was das angeht, völlig unbedarft. Deswegen kann ich dazu nichts sagen. Ich würde sagen, ich merke durchaus, dass sie besser sind als jetzt die normalen Stifte, die man halt so im Schreibwarenladen für den Schulbedarf kaufen kann. Aber ob es jetzt die Wahnsinnsstifte sind, kann ich nicht beurteilen. Ich kann euch aber hier mal etwas zeigen, das ich gestern gemacht habe. Das habe ich nicht alleine gemacht. Da gibt es so Online-Klassen in der großen, weiten Welt des Internets. Da ist auch also das Motiv her und da kann man eben so Step by Step mitzeichnen. Und das habe ich mit diesen Stiften gemacht. Ja, bitte jetzt hier nicht auf diese Kante achten. Hier habe ich irgendwie nicht gecheckt, dass Haare nicht unbedingt eine harte Kante haben. Aber ich finde dafür, dass ich wirklich, was Buntstifte angeht, völlig unbedarft bin und das wirklich jetzt so zum ersten Mal gemacht habe, bin ich eigentlich sehr zufrieden damit. Also auch was die Verläufe so angeht oder überhaupt, dass so ein bisschen Struktur in den Haaren ist. Natürlich sah das Original sehr, 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 sehr viel besser aus. Da ist noch viel Luft nach oben. Aber fürs erste Mal bin ich zufrieden. Und ich bin mit den Stiften auch ganz gut zurechtgekommen. Ja, das ist soweit das, was ich dazu sagen kann. Also falls ihr euch auch mit Buntstiften versuchen wollt, aber euch unsicher seid, was ihr für welche kauft, weil ihr vielleicht auch sagt, ich möchte nicht direkt 150 € oder so ausgeben, sind die vielleicht eine Alternative. Wie gesagt, aktuell gibt es sie auch noch im Angebot für 20 € und sogar versandkostenfrei. Und ich werde damit jetzt einfach ein bisschen weiter rumprobieren und wenn ich dann tatsächlich sage, okay, mir gefällt es, mir macht es Spaß, dann werde ich mir vermutlich früher oder später auch mal dann die Polychromos zulegen. Vielleicht wünsche ich mir die dann zum Geburtstag. Das sind noch ein paar Monate hin, bis dahin kann ich sagen, ob mir das Spaß macht oder nicht, ob das was wird oder nicht. Genau, ja Leute, das war's im Prinzip, ist auch schon wieder genug. Jetzt geht es daran, die ganzen Sachen auch zu benutzen. Und ich danke euch fürs Zugucken. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch gerne und ansonsten wünsche ich euch heute noch einen schönen Tag. Bleibt alle gesund und passt auf euch auf. Tschüss!